Ein Spruch aus der Zeit von diesen beiden lautet: Hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Ganz zutreffend war das für sie jedoch nicht. Alma Hitchcock stand nicht hinter dem Meisterregisseur. Manche Filme sind nahezu Seite an Seite entstanden. Sie brachte nämlich zahllose Ideen ein. Das lässt sich nachlesen in einer Doppelbiografie, die kürzlich erschienen ist. Selbst ihre Geburtstage hatten sie direkt hintereinander. Heute wäre Alfred Hitchcock 125 Jahre alt geworden, morgen Alma. Klaus Lesche blickt für uns auf das symbiotische Paar zurück. Selbst seine Silhouette verrät ihn schon. Alfred Hitchcock, ein britisches Markenzeichen wie Barber und Bentley. Man kennt und erkennt ihn auch wegen seiner Sekundenauftritte in den eigenen Filmen. Gut ein halbes Jahrhundert lang ist der Regisseur mit Alma verheiratet. Sie lernen sich bei Dreharbeiten in London kennen. Alfred ist der Regieassistent, Alma die Cutterin. 1926 wird geheiratet. Was mir die Enkeltöchter erzählt haben in Los Angeles, dass der Respekt bei ihnen am wichtigsten war. Also er hat Alma, die sein Ein und Alles war, auf Händen getragen, hat sie sehr respektiert und sie sehr wertgeschätzt. Wertgeschätzt auch als professionelle Beraterin. Für seine Doppelbiografie über die Hitchcocks hat Thilo Wüdra unter anderem in den Archiven der Oscar Academy recherchiert, mit Angehörigen und Weggefährten der beiden gesprochen. Sein Buch belegt, Alma war Alfreds wichtigste Kritikerin und Beraterin. Ohne Alma lief wirklich nichts. Und Alma hatte das letzte Wort bei jeder Produktion. Und die Los Angeles Times hat ja gesagt, der Hitchcock-Touch hatte vier Hände. Zwei davon gehörten Alma. Privat setzen die beiden Hochspannungsspezialisten lieber auf Entspannung. Ihre gemeinsamen Abende sind nicht unbedingt ein Hitchcock-Stoff. Sie macht dem Abendessen und wir sind zusammen allein. Nur das. Und wir gehen zum Bett um 9 Uhr oder 10 Uhr. Weit spannender ist die gemeinsame Arbeit. Alma hinterlässt viele Spuren in Alfreds Filmen, zum Beispiel im Juwelenraub-Thriller Über den Dächern von Nizza. Sie schlägt vor, diese Autoverfolgung von einem Helikopter aus zu filmen. Für Psycho favorisiert Alma den Schwarz-Weiß-Look. Bei der berühmten Duschszene des Films entscheidet sie, die muss mit einem schneidenden Streicherstaccato unterlegt werden. Und bei der Endabnahme des eigentlich schon fertigen Films fällt ihr etwas nicht ganz Unwichtiges auf. Sie war die Einzige, die, obwohl der Cutter und alle den Film vorher hunderte Male gesehen hatten, gesehen hat und festgestellt hat, dass Janet Leigh noch atmet oder zwinkert, obgleich sie längst tot war. Und sie hat dann zu Hitch gesagt, du kannst den Film nicht rausgeben, du musst ihn noch mal schneiden. Hitchcocks Horrorfilmprojekt Die Vögel ist so gar nicht nach Almas Geschmack. Ihr knappes Urteil, zu wenig Handlung, zu viele Vögel. Doch dieses Mal hört Alfred nicht auf sie, gut so. Denn wie viel ärmer wäre das Kino ohne diesen Möwen- und Krähen-Klassiker?